Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Demo-Dienstag-Video. Heute spielen wir die Demo zu Abyss Memory. Ja, das Spiel ist wunderbar. Also, ihr seht gleich warum. Ich muss für dieses Spiel extra Joy-Cons verwenden, anders kann ich dieses Spiel nicht spielen. Ich nehme natürlich die englische Sprache. Und ist das nicht ein wunderschöner Hintergrund? So, ich werde nichts vorlesen. Lese selbst. Ich kann AFK gehen. Ich bin nämlich ganz beschissen im Übersetzen. Wie sie was, während das da einfach läuft, erzähle ich mal, worum es in diesem Spiel einfach geht. Das ist ein Jump'n'Run, also ein Plattformerspiel. Und der Grund, warum ich die Joy-Cons hierfür verwenden muss, ist einfach der Grund, dass ich mir die Wege selber machen muss. Und wie, das seht ihr gleich. Und die Frau, die da Bücher lesen, das ist der Charakter, den wir mal spielen. Wir spielen einen Engel. Ja, sie wird jetzt wahrscheinlich darunter wollen, weil sie die Welt erkunden will. Oder sie fällt aus Versehen. Ja, sie ist aus Versehen runtergefallen. Und vom Blitz getroffen. Was für ein Pech muss man denn dafür haben? So, das ist meine Kombination. Ihr seht da schon, Halted War. Wir zeichnen uns unseren Weg halt. Im Handheld-Modus könnte ich das per Touchpad machen. So, mit dem rechten hier habe ich jetzt diese wunderschöne hier. Ich kann sie nicht selber aufhalten. Also zumindest kann ich nicht selber laufen. Aber ich kann sie so einsperren und dann umdrehen lassen. Und so funktioniert das jetzt. Der Weg, der löst sich auch irgendwann einfach auf. So, kletter mal nach da oben. Ja, ich kann hier halt einen Pfad für sie zeichnen. Und sie kann natürlich auch in die Tiefe stürzen. Warte doch erstmal, bis ich deinen Pfad gezeichnet habe, Mädel. Ja, ich muss jetzt warten, bis das verschwindet. Ich bin ein Genius. Mann! Es ist schwer zu zeichnen. So, ich hab's hinbekommen. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab mir Weg hier hochgezeichnet. Das ist einfach der Weg zur nächsten Ebene, okay. Ja, und so wird jetzt dieses gesamte Spiel ablaufen. Dass ich vom Prinzip eigentlich nur hier ihr einen Weg am Zeichnen bin. Eigentlich brauche ich den linken Joy-Con, glaube ich, nicht mal, wenn ich das richtig sehe. Warte mal. Options. Einmal nur gucken, hat der Link überhaupt irgendwas?
Ich kann mit dem linken die St Kamera stoppen. Das ist das Einzige, wofür der linke gerade nützlich ist. Das war, glaube ich, ein Checkpoint. Du musst umdrehen, Mädel. Nein, 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 nein. Kann der Weg da bitte zurückkommen? Bitte. Ich will doch nur leben. Ich will nur leben. Vorsichtig zeichnen. Dass ich halt nur eine Taste dafür habe, ne? Ich mach mal hier hinten die Wand, dann kann ich hier versuchen, mir den Weg da besser zu zeichnen. So, ich hoffe, die kommt da drüber. Oh, die Zeit war schon zu lang. Komm, den Weg schaffst du jetzt aber. Lauf, Mädel, lauf. Es war nicht geplant, dass der Weg unter ihr verschwindet. Mach ich das nicht super? Ah, mit der Taste zentriere ich das. Habe ich auch eine Taste für Instant alles weglöschen? Ich habe eine Taste fürs Beschleunigen. Los, schnapp dir das Buch! Ja, und so funktioniert dieses Spiel. Mich interessiert es, ob es Secrets gibt. Aber scheinbar nicht. Ich bezweifle, dass ich dich berühren darf. Deswegen zeichne ich schon mal einen Weg über dich drüber. Ja, sie kann die nicht bekämpfen. Sie stirbt bei einer einzigen Berührung. Das wollen wir natürlich verhindern, ne? Und ich lag richtig, das sind Checkpoints. Der Weg sollte reichen. Lauf, Mädel, lauf! Oh Gott! Da war das Böse. Man merkt einfach, wie zittrig meine Hand ist, ne? Die ist einfach perfekt gelandet. Ja, komm, latsch einfach in die Stacheln rein. Ich drück doch Knöpfe. Ach so, ich soll A drücken. Der Weg ist zu steil, okay. Sollte so reichen. Ja, mit B kann ich sie rennen lassen. Der Hintergrund ist auch wieder wunderschön. Ich merke es gerade, ne? Entschuldigung. So, ich kann Laser aufhalten. So, jetzt bist du sicher. Ich kann sie leider nicht anhalten lassen, ne? Und ich habe sie durchgebracht.
Was passiert jetzt? Wake up. Aufwachen. Bist endlich wach. Okay, Tutorial ist vorbei. Der Engel hat sehr lange geschlafen. Okay, Bücher sind für sie wie das Leben. Aber die Story, die interessiert mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Nur dreimal sterben. Nur 12.000 Zentimeter darf ich zeichnen und 3 Minuten. Okay. Ich muss erstmal natürlich aus der Höhle raus. Ist das da schon tödlich? Nee, das ist nur hohes Gras. Dann renn mal. Das hat super funktioniert. So, renn ein bisschen, Mädel. Ich hoffe, das ist nicht zu steil. Renn! Dein Weg löst sich schon auf. So, über den muss die drüber. Ich habe extra eine Wand gemacht. Hat aber offenbar auch so schon gereicht. Zu steil. So, und jetzt braucht sie einen Weg da hoch. Ich kann das mit den 12.000 nicht einschätzen. Aber bisher klappt's doch super. Lauf, Mädel, lauf! Ist das ein besonderer Boden? Ich glaube, ja, der kann kaputt gehen. Aber ich denke mir, wenn man sprintet, dann geht es. Habe ich die Mission geschafft? Okay, war auch mal nur die Hälfte. Ich habe komplett geschafft. So, wenn euch das Spiel interessiert, ich habe das jetzt rausgeschnitten, weil ich bin einfach viel zu zittrig für dieses Spiel, dann könnt ihr das Spiel selber einmal spielen. Vielleicht gefällt es euch. Ich glaube, im Handheld-Modus spielt sich das Spiel auch wesentlich besser als mit den Joy-Cons, die ich in der Hand habe. Weil da könnt ihr mit einem Touch-Pen machen und das ist wesentlich einfacher. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt ja ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!